What's up, Leute? Wir fahren jetzt zur Baustelle. Es ist wieder Freitag und es ist ein langes Wochenende, denn Montag ist ein Feiertag, 4. Juli, der Unabhängigkeitstag. Und jetzt fahren wir mal wieder zur Baustelle, was abchecken und dann noch was essen kurz. Ja, nach Baustelle sieht es nicht mehr aus und ich habe nichts aufgenommen, ich habe nur ein paar Fotos geschossen, weil unsere Projektmanagerin oder Leiterin war da, deswegen wollte ich nicht und dann sind wir reingegangen, dann wollte sie gerade abhauen, Feier machen, dann meinte sie, hey, ich muss jetzt weg, holt euch einen Schlüssel vom Büro, dann dachte ich, okay, Büro schließen auch gleich 10 Minuten, dann meinte sie, wenn ihr nur 5 Minuten braucht, dann ist okay. Ich so, ja, wir wollen nur mal kurz gucken und so. Dann haben wir mit ihr 50 Minuten oder so. Naja, sie hat viel geredet. Dann haben wir auch die Wassersprinkler, wie heißt das auf Deutsch? Also die Bewässerungsanlage. Sprinkler heißt das hier. Die Bewässerungsanlage haben wir gleich getestet und alles. Die Palmen sind drin, richtig cool. Und das Geilste ist, die Palmen sind ja keine Garantie, weil die machen immer unterschiedlich, ein paar Palmen oder Bäume. Und wir haben alles bekommen. Wir haben Palmen und Bäume und auch gute Palmen. Und ich habe immer denen gesagt, so, ja, ich will unbedingt Palmen, ne? Ich liebe Palmen. Und sie hat immer gesagt, ich kann das nicht dir versprechen und so. Und jetzt haben wir sogar richtig so wie einen Bonus bekommen, richtig geil. Also richtig happy und drin, alles ganz anders jetzt, viel glücklicher. Es kommt näher zum zur Schlüsselübergabe, das wird jetzt in 3 Wochen, ne? Ja, heute in 3 Wochen. Und deswegen, alles sieht, heute sah alles ganz anders aus. Oh, jetzt fahren wir noch was essen und dann einfach nach Hause, chillen, es ist Freitagabend. Wie gesagt, ich habe langes Wochenende, Montag ist frei, Independence Day. Eigentlich wollten wir wieder wegfahren, aber machen wir jetzt nicht. Vielleicht so ein Daytrip, so Tagesausflug am Sonntag oder so. Morgen geht's los, gucken wir das Spiel, Deutschland-Italien. Ich hoffe, die machen das. Jetzt gehen wir hier beim Japaner was essen. Eigentlich wollten wir einen Burger essen, aber irgendwie doch keinen Bock. Jetzt gehen wir zum Japaner. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe nicht gevloggt beim Japaner. Ich habe nur so Fotos gemacht, wie ihr schon gesehen habt. Irgendwie war ich nie so in Stimmung mehr zu vloggen. Ich hatte eigentlich richtig Bock heute, weil das Wochenende anfängt. Aber dann, als wir so viel geplaudert haben, da mit unserer Projektleiterin, und danach hatte ich auch nicht mehr so Bock zu vloggen und es gibt auch gar nicht mehr viel zu vloggen. Wir sind jetzt auch wieder zu Hause. Jetzt will ich einfach nur entspannen und mal gucken, was morgen abgeht. Auf jeden Fall Fußball gucken nachmittags. Für euch abends, für uns nachmittags. Bis dann.